Das war ein absoluter Ausrutscher. Das war wirklich nur dieser eine Kuss beim Wandern und das gerade eben. Warte, ihr habt euch schon mal wandern geküsst? Fotze! Ja, wir haben mal rumgemacht und dann... Es war übelst intensiv und dann sind halt Jona und Keanu durch die Tür gekommen und haben so reingeguckt und waren noch so, mit Sebastian wird das nichts Gutes sein. Das wird einfach das Umgekehrte bei ihm auslösen. Der wird einfach mich noch mehr ignorieren. Hier, wollen wir schon mal rausgehen? Ja, Bro, geh schon mal vor, okay? Okay, ich komm nach. Ja. Ich weiß, was jetzt kommt, du musst nichts sagen. Was kommt denn jetzt? Ja. Du sagst, dass es mit uns nicht so weitergehen kann, dass wir am besten so tun, als ob es nie passiert wäre, dass es ein Fehler war und wir uns ab jetzt am besten aus dem Weg gehen. Das war's ja mit unserem Geheimnis. Stimmt, hast recht. Brauche ich jetzt wirklich nichts mehr sagen. Aber gut, dass du es verstehst. Hör auf, das bringt doch so nichts. Was? Ja, das hier. Was, wenn du dich geirrt hast? Hm? Wenn nicht Marty's jetzt ist. Dass es alle wissen. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie es irgendwie nach der Klassenfahrt werden wird. Aber schlimmer als jetzt kannst du doch eh nicht werden, oder? Und dann lass es doch einfach für die Klassenfahrt versuchen und es nicht mehr verstecken. Lass uns einfach wir sein. Das meinst du nicht ernst? Doch. Wollen wir heute den Tag zusammen verbringen? Hey, sorry, ich riech von der Schweiß. Ich mag das dein Geruch. Okay, ich geh kurz duschen, ja? Ja, safe. Treffen wir uns dann in einer Viertelstunde und gehen Eis essen? Ja, perfekt. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ist noch frei, oder? Sieht so aus. Hast du geschlafen? Mhm, und du? Ja, auch. Ich bin heute Morgen mit einer leicht erhöhten Temperatur aufgewacht und ich habe das natürlich direkt gegoogelt. Da standen so schlimme Sachen. Es könnte alles sein, vielleicht Cholera. Ich muss sofort ins Krankenhaus. Beruhig dich erstmal, Berlin. Du solltest niemals deine Symptome googeln, da kommt immer das Schlimmste raus. Vielleicht sollten wir Herrn Wolf fragen, ob wir zum Arzt mit ihm können. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich glaube, der ist nicht mehr so gut gelaunt nach gestern Abend. Ich denke, das Beste ist, wenn du dich einfach ins Bett legst und dass er sich ein bisschen ausruht. Begleitest du ihn dann schon mal? Ich komme dann mit Tee nach. Ja, machen wir. Okay. Mach mal kurz. Angerufen. Hm. Ja, Eischmidt. Hallo Mama. Ich kann gerade nicht. Ich rufe dich später an, ja? Nein, Mama. Hör auf, mal so viel zu fragen. Ich bin nur mit Eli und Noemi.
Ja, du kannst backen, was du willst, ist mir egal. Nee, wirklich. Mama, du bist so peinlich, ey. Ja, okay, wenn ich sage, dann legst du auf, ja? Ja, dann mach halt den Käsekuchen, den du auch für meinen Geburtstag gemacht hast, ja? Okay, ja, ich hab dich auch lieb, ciao. Jetzt guckst du mich so an. Telefonierst du eigentlich auch manchmal mit deinen Eltern? Nie? Jetzt sag mal, was schaust du eigentlich für Filme? Oh, schwierige Frage. Wieso Marvel? Also Captain America, Iron Man. Ja. Und liest du manchmal? Lesen? Ja. Nein, Mann. Nein. Siehst du aus, als würde ich lesen? Weiß ich nicht. Liest du? Ja, schon. Wirklich? Ja. Und was hörst du so für Musik? Auf jeden Fall kein Schlager, aber viel so Deutschrap, würde ich sagen. Cool. Ja. Und du? R&B. Ray ist übelst cool. Kennst du die? Was ist Ray? Ray ist die Sängerin. Ach so, okay. Ich dachte es. Kennst du die nicht? Nein. Ich dachte es so Reggae und Calypso. Keine Schuhe im Bett. Aus. Okay. Kannst du mich noch zudecken? Ich schaff's nicht. Ja, natürlich. So, was ist das? Hier, bitte. Kannst du an? Ja. Zu heiß. Stell ab. Ich stell's dir nicht. Also, Billy, falls irgendwas ist, dann schreib uns einfach. Ja, wir sind erreichbar. Ich werde jetzt niemals alleine schlafen können. Könnte dich hier bleiben, bis ich eingeschlafen bin? Bitte. Ja, okay. Und können die mir vielleicht noch eine gute Nachtgeschichte erzählen? Meine Mama macht das auch immer, wenn es mir schlecht geht. Ja, Säume. Ja, okay. Ich habe eine. Es war einmal ein fetter, grauer Kater. Und der hat einen TikTok-Account. Der hat alles selber gemacht. Genau. Und er machte Fitness-Content für die ganzen Hauskatzen, die sich zu wenig bewegten. Ja, aber er hat leider irgendwann alles gefaked, weil er war zu faul und er wurde gecancelt. Ja. Er ist in den Knast gekommen. Genau. Und dann aus dem Knast ist er rausgekommen, weil er eine süße kleine Katzendame kennengelernt hat, die ihn rausgeholt hat. Mhm. Und dann ist er ins Märchenschloss mit ihr gegangen und ins Bett und hat mit ihr gekuschelt. Und sie sind müder und müder geworden. Und irgendwann sind sie dann eingeschlafen, ganz tief und fest. Und noch tiefer. Ich würde dann mal nach Eli sehen. Ja, ich muss doch noch was machen. Das passt. Genau, bis später, ne? Bis später. Thank you.
Was für? Nichts. Zerschneidest du meine Sachen? Nein, das war ich nicht. Schau, Chiara, ich verstehe, wie sauer und enttäuscht du sein musst. Und es tut mir unfassbar leid. Mina und ich fühlen uns seit Tagen. Ja, wir fühlen uns richtig scheiße seit Tagen. Und keiner von uns wollte das jemals. Ich kann seit Nächten nicht richtig einschlafen. Und ich wünschte, ich und Mina würden uns niemals auf diese Weise mögen. Aber es ist einfach ein anderes Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich könnte mich wirklich in Mina verlieben. Und ich weiß nicht, was es ist oder was es war, aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass es bei uns war. Halt deine Fresse, okay? Halt einfach deine Fresse. Du machst mir Angst. Du wirst mir vielleicht nicht glauben, aber ich wünsche dir und Mina nur das Beste. So, ja, du hast was mit meiner besten Freundin angefangen und meine beste Freundin was mit meinem Freund. Aber ich verzeihe euch. Ich finde es wunderschön, dass ihr euch wirklich liebt. Ey, der Download wird so lange dauern. Das Internet ist so schlecht hier. Lass uns Young Royal schauen. Was ist das? Das ist eine Liebesgeschichte. Wie heißt sie? Young Royals. So kein Bock auf eine Liebesgeschichte. Was willst du denn schauen? Ein Horrorfilm? Ich mag gar keine Horrorfilme. Komm schon. Irgendwie Saw oder irgendwas Krasses. Das ist immer besser als... Ja, okay. Ich bin auch da, wenn du Angst hast. Ja, mach mal jetzt. Oh shit. Ist gut? Mein Arm schläft irgendwie ein. Ja, sorry. Danke. Oh, wir haben gleich Abendessen. Schon? Ja. Okay. Schauen wir den Film dann nach dem Abendessen weiter? Ich habe Eli und Emi schon versprochen, ich mache heute Abend was mit denen. Na, ist gut. Dann sehen wir uns ja eh gleich beim Essen, oder? Ja, klar. Was ist eigentlich mit dir und Keanu? Ich habe euch heute zusammen mit Billy gesehen. Was geht da noch? Wenn du mit Sebastian sprichst, dann kann ich auch mit Keanu sprechen. Ich will nicht, dass sie die Schule verlassen. Es ist nur so verletzend, was Jona gemacht hat. Das verdiene ich doch nicht, oder? Und du verdienst es auch nicht. Was meinst du? Ja, wie er dich behandelt. Du bist ein Schoßhündchen. Total in seinem Schatten. Dabei sieh dich an. Du siehst so viel besser aus als er. Und du bist was Besseres.